Hallo, hallo. Heute habe ich ein Packerl erhalten von der Post, von Studio Bedarf 24. Und zwar ist ein neuer Studioblitz drinnen. Den möchte ich euch jetzt mal zeigen, beziehungsweise sogar direkt mit euch auspacken. Schauen wir mal. Haben wir mal Studio Bedarf 24. Produktkatalog, das ist schon mal gut. Und zwar geht es hier um diesen Blitz. Die DR-Serie oder DR-Reihe. Mal schauen, was wir da alles haben. Nehmen wir an, das wird das Einstelllicht sein. Kabel. Ja. Stromkabel und hier das Blitzsynchronkabel. Nehmen wir mal raus. Schachtel wird nicht mehr benötigt. Das hier ist das Teil. Noch. Da haben wir schon den ersten Blitzaufsatz, den ersten Blitzformer, der Lichtformer. Sieht gut aus. Und hier der Blitz. Geschenke! Immer so toll auszupacken. So, da. Der PS300DR. Ich habe mich jetzt mal für einen bisschen größeren Blitzkopf entschieden. Ja, Halterung. Sieht sehr massiv aus. Hält auch gut. Hinten die verschiedenen Einstellmöglichkeiten. Stromanschluss einschalten. Blitzregulierung. Sehr fein. Gut. Vorher auch hier mit Owens Aufsatz. Das ist dort. Die Blitzlampe ist schon drinnen. Das heißt, es fehlt jetzt nur noch das Einstelllicht. Das haben wir hier. Sehr fein verpackt. Ich versuche ja immer die Lampe nie direkt anzugreifen oder anzufassen, sondern immer einen Schutz zu verwenden. Optimal wäre natürlich auch Handschuhe. So, ja, ich werde dann gleich einen Beauty-Tisch raufgeben. Dann werden wir das Teil mal ausprobieren. So, jetzt ist das Ding aufgebaut. Stromanschluss bereits vorhanden. Mal einschalten. Sehr fein. Und ihr seht ja das Modellicht. Den Pieps, Testknopf, wunderbar, und einen Einstellknopf, Schalter für die Fotozelle. Brauchen wir jetzt im Moment nicht. Testknopf funktioniert wunderbar. Jetzt möchte ich noch den Funkauslöser installieren, anstecken. Man sieht hier schon, der Sync-Stecker, Blitz-Sync-Stecker ist relativ groß. Das ist hier so ein, ich glaube 3,5 mm ist das, wie der heißt, ein großer halt Klinkenstecker. Ich habe aber nur einen kleinen. Hierfür gibt es eben diesen Adapter, der ist eben aber leider nicht im Lieferumfang enthalten. Kann man die Blitzleistung noch stufenlos regulieren. Sehr fein. Probieren wir mal aus, ob der Funkauslöser funktioniert. Wunderbar. Ja, bei voller Leistung, sieht schon, der Blitz braucht etwas, bis er geladen ist. Ja, es sind circa 3 Sekunden, jetzt auf die Schnelle mitgezählt bei voller Leistung. Soll aber in dieser Preisklasse okay sein. Na gut, so viel zu diesem Blitz. Beauty-Tisch ist auch schon oben
Jetzt wird's hell. Bolzenverschluss ist mit dabei. Nicht letztlich. Geht perfekt. Mach hier mal das Einstelllicht nochmal aus. Das Modellicht. Ja, ist auch gleich weg. Wunderbar. Ich hoffe, das kleine Review hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Maxl. Ciao.